Neuer Shop ist da und der ist heute auch wieder ein bisschen interessanter. Ich würde sagen, wir gehen direkt einmal drauf und man hat es auch gerade schon bei den Neuigkeiten gesehen. Es gibt ein neues Spinnpaket, aber ganz oben sehen wir erstmal das John Cena Paket zurück. Ist knapp einen Monat her. Hier sehen wir den John Cena und für natürlich Wrestling-Fans ist das was sehr Nices. John Cena sollte eigentlich jeder kennen, ist halt wirklich eine Legende. Hier geht es dann noch ein Rückenaccessoire mit diesem Championship-Titel. Hier dieser kleine Gürtel, auch wirklich nice gemacht. Seine passende Hand dazu. Mit dem You Can't See Me Spruch drauf und hier halt das sehr nice Motto, um auch diesen Ton hier hört. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall hier die ganzen John Cena Sachen nochmal am Start. Darunter sehen wir das X2 Twins Spinnpaket. Das ist hier auf jeden Fall ein amerikanischer Streamer, soweit ich weiß. Auf jeden Fall bekannterer Streamer und YouTuber gewesen. Und hier gibt es einmal die Flankiererin im Spinnpaket. Also hier dieser Fußballskin. Nach einem Monat zurück, dann gibt es hier einmal Pumpernickel. Das ist 83 Tage her. Ansonsten hat er im Paket noch die wilde Schneiderhacke. Die ist 45 Tage her. Ansonsten noch Gleithai, 21 Tage her. Und Sauer die Lackierung nach 15 Tagen. Also das ist hier sein Spinnpaket. Ist eigentlich ganz okay. Darunter sehen wir die Finsterbaume nochmal zurück. Mit Rückenaccessoire und Hacke. Und passendem Gleiter nach einem Monat am Start. Genauso wie die Kaugummi-Bomberin auch. Die ist einen Monat her. Passende Lackierung auch noch dazu. Dann gibt es darunter das Pizza-Paket mit diesen beiden Skins hier, die auch schon wirklich uralt sind. Ich glaube, da muss man auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Auch das Zeug ist dann nur einen Monat her. Und dann gibt es hier das mieses Feuerpaket von gestern, das ist noch geblieben. Und hier sind wir jetzt bei den täglichen Sachen. Hier gibt es auch was Selteneres, und zwar ganz vorne die Sandhai-Fahrerin. 380 Tage her. Also schon ganz gut selten, war ein Jahr lang nicht da. Und dann gibt es noch die Schattenagentin, die ist 40 Tage her. Auch schon ein sehr alter Skin. Wackelquatsch ist nochmal am Start. 43 Tage her. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr aufgedrehtes Emote. Mach dich locker und dreh ab, heißt es hier. Okay, dann gibt es noch Du bist dran. Kann man mit einem Kumpel machen, ist ein Synchron-Emote. Da gibt man einem so einen Handshake und dann macht man hier auf jeden Fall so einen Tanz halt. Ganz nice. Und dann gibt es hier noch ein wunderbarer Wirbel. Ist auch einen Monat her. Man zeigt hier so seine Tricks, die man drauf hat mit dem Schläger. Und es gibt noch Zauberwürfel nach 2 Monaten. Und ich frage mich ja bis jetzt immer noch, ob man den irgendwann gelöst kriegt. Aber ich glaube, das passiert dann doch nicht. Sehr schade, aber auch ein lustiges Emote. Ja, und das war's im Grunde auch schon. Hier die Sachen sind wohl noch gleich geblieben. Pakete noch normal am Start. Und demnach gibt's heute ein neues Spinnpaket. Und hier unten einen seltenen Skin. Okay.